Na dann, das rein. Ja, Mann. So, 1000 auf uns. Ist ja klar. Ich meine. Günter Steiner freut sich jeden Tag. Was wir für einen Schaden anrichten. Das ist anders. Jetzt wundern. Das war ja sowieso so geil, die Liste mit den Kosten für die Saison. Ja. Bei Formel 1. Das war der Hammer. Deathbahn, Leute, Deathbahn. Ach du Scheiße. Ja, wir sind jetzt praktisch gleichzeitig auf der also beim Laufen. Ach, wir müssen rüberlaufen? Ja. Ach Scheiße, ich dachte. Okay. Nein! Nein! Oh. Headshot. Das war's. Ich drehe mich nur um, sehe, oh, zwei Leute, oh ja. Ja, RIP. RIP. Ich bin nur noch runtergefallen, ey. Super, sehe ich mich ja komplett hier, ne? Mit Richard aus Vaukeim. Aber Kev, guter Schuss. Der hat sich nicht bewegt. Das war jetzt kein Kunststück. Im Laufe ist es ein bisschen schwieriger. Oder definitiv. Keiner spielt den Spielmodus richtig. Ja. Da kann ich auch einfach stehen bleiben, wenn keiner den Spielmodus richtig spielt. Machen wir doch, ich renn doch. Bei euch stehen alle vorne und schießen. Ja, also ich habe auf die Bälle geschossen. Die Dinger haben den eigentlich auch überrollt. Nur wurde er vorher umgeschossen. Fand ich jetzt auch nicht so toll. Ach, das ist ja mies. Du musst auf den Ball schießen. Nicht auf die Röhre. Achso, warte mal. Ah, ja, jetzt. Oh, okay. Och, Markus. Ach nee, Max. Hey, warum ist hier drüber? Ich bin mal dazu. Ich wollte jetzt mal die Runde machen. Oh Mann, oh. Können wir uns mal einigen, dass wir jetzt nie das Scharfschützengewehr benutzen? Ja, wollte ich gerade auch anmerken, das war jetzt ganz anders spielen. Wenn der Max den Sven noch nicht abgeschossen, hätte ich gar nicht auf ihn gezielt. Das war jetzt mehr oder weniger ein Racheschuss. Nee, weil ich muss mal sagen, das Hindernis an sich ist ja schon schwierig. Lass uns das jetzt einfach mal wirklich richtig spielen. Also ich meine, wir stehen 2-0, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber wir spielen das Spielchen, wenn es hinten ankommt und dann erst im Ziel darf die Starter genutzt werden. Hey, jetzt habe ich verlassen. Ich bin so ein Idiot. Warum hast du verlassen? Ach, weil ich hier über meinen Controller rüber geslidet bin. Na, super. Das heißt, du bist jetzt raus aus dem Ding, oder was? Weiß nicht, bei mir steht gerade, wird geladen. Ja, ich stehe alleine hier. Happy Birthday. Da kann man gleich wieder beitreten. Ja, bist du. Ja, Zuschauer höchstens, ja. Also wie gesagt, das Spiel war das Spiel schon durch. Und Schauschutzgewehr hat er erst am Zielpunkt. Richard. Ich frage mich, ob man zumindest auch mit dem Teil hier zumindest die Bälle darunter kriegt. Warte mal. Der Herr Richard hat hier richtig verkackt. Oh, die blöde Kuh läuft wieder daneben. Ah ja, jetzt geht's hier. Also das ist genau was für Kev hier. Nee, ich komme überhaupt nicht an. Ich bin direkt am Anfang runtergerutscht. Ich auch. Ah nein, zu weit gelaufen. Oh.
Ich bin unten. Ich auch. Ich komme mit runter zu Wendy. Juhu! Ich liege doch auf irgendwo auf der Straße beim Hafen. Nee, ich bin kurz auf der Straße aufgeschlagen. Ich bin auch unten. Wow. Das ist die ganze Folge. Kevin, du musst davor, geh am besten, bleib davor stehen und dann erstmal in diese Schleichposition gehen, weil dann kommst du besser drüber. Okay. Ja, du bist schnell drauf zugerannt und kein Wunder, du bist aber vor mir und warst weg. Ja, kann sein, ne? Geh mal in die Schleichposition, dann kannst du auch schneller drüber laufen. Na, ja, wäre vielleicht die sinnvollste Variante gewesen. Vielleicht mal probieren. Wo ist denn das noch so? Ich glaube, bei Minecraft ist das auch so, dann fällt man nicht runter. Genau, wenn du dich bückst bei Minecraft, da kannst du eine Kante nicht drüber. Im Gefängnis das ist doch Beugen, du beugst dich ja. Beim Bücken kennt sich das hier normalerweise heuer aus. Dünnes Eis, Kev, ganz dünnes Eis. Du magst es doch auf allen Vieren. So dünn wie dein Jungfernhäutchen, oder Sven? Oh Gott. Der Kev, der sammelt erstmal die ganzen Dinger ein. Ja! Nein! Jawohl! Na gut, ist wenigstens vorbei hier. Schlechte Runde, scheiß Runde. Na gut, der Anfang war schon ein bisschen beschissen, weil wir das echt nicht auf die Reihe gespielt gekriegt haben. Also was heißt, wenn ich auf die Reihe gehabt, ist einfach falsch gespielt. Die Idee dahinter ist ganz cool, muss ich sagen. Doch. Jetzt war ich fast drüben. Ich hätte es mir halt auch witziger vorgestellt, somit, dass beide gleichzeitig mal laufen, aber anscheinend ist es nicht so. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Max gleich in den nächsten Job mal dazu bekommen. Wieder. Ja, einfach wieder einladen jetzt. Ja, das meine ich ja, dass wir den jetzt gleich mit dazu kriegen. Er hat dann zwar keine Punkte mehr, ist dann immer letzter, aber. Maxchen! Das liegt vielleicht daran, weil ich das Letzte bin. Nee, das bin ich heute. Was hast du jetzt gesagt? Ich nehme mich selber hops, das ist kein Problem. Damit habe ich kein Problem. Weil ich bin nämlich der Richard. Und nicht der Max heute. Der richtige Richard. Aber der andere Richard. Warte, ich lade mal. Ich sitze hier mit einer Pilotenbrille und einer Perücke, aber ist doch egal. Das ist ein Bild für die Götter. Ich hab dich eingeladen. Echt? Ja, gut. Das andere noch. Geht's wieder rein hier. Die Pilotenbrille, die Perücke sitzt und rein da in die Masse. Och nee. Kling. Ich hab's gestern übertrieben. Wieso tut der Arsch weh? Nee. Aber wir haben eine Wanderung gemacht, du musst immer saufen. Oh, hier. Eigene Fahrzeuge gehen wohl nie? Nö. Das heißt vielleicht. Schade. Also ich hoffe ja, dass es jetzt geht. Richard gegen den Rest. Da wird gerade ziemlich viele Reifen zerstört. Hört sich zumindest so an. Ach, der stört der Scheiße. Hallo! Ja, den Schlag habe ich auch von hinten bekommen. Ich habe dich aus der See mitgeschoben. Wieso wundert es mich nicht, dass der Morgus auf dem ersten ist?
Das wundert mich nie bei Rennen. Sven hat die Nase gerade. Der Sven hat die Nase gerade verloren. Was ist an? Aufholen. Ging nicht. Boah, dann wird's schwer. Hätte ich angemacht, aber du kannst ja, wenn du die Rennen erstellst, kannst das ja auf erzwingen, dass aus ist einstellen. Das ist wahr so. Ich hab keinen Grip mehr, Mutti. Nee, du musst ja die Nase neu ansetzen lassen. Wie viele Runden hast du eingestellt, Markus? Ich hab's so gelassen, wie war. Ich glaub 3 oder so sind's. 5. Will ich überhaupt aufholen, ne? Jo, Schaden. Nein! Oh, die Boxeneinfahrt ist ja unmies. Fährt man wenigstens mit Schaden dann langsamer, oder? Nee, du hast dann keinen Grip mehr. Jetzt geht's aber richtig rund hier. Ich denke, der Markus wird da über wird weg sein. Das wird schwierig werden, den zu kriegen da vorne. Wenn er nicht um den großen Fehler einbaut. Ich das mir auch langsam. Ja. Was ist los, Sven? Schon wieder die Schnauze weg. Schnauze voll, ja? So können wir uns mal ausdrücken. Ist okay, die weichen Reifen zu nehmen, war eigentlich dumm. Na, ich hab Medium drauf. Ich hätte die anderen haben alle harte drauf, Max. Irgendwas war jetzt aktiv. Chaos. Wie schalte ich das denn ein?
Ich hab meine Anzeige kein Gas. Wie du das reinschaltest? L3. Genau, linken Stick reindrücken. Okay, hab ich nicht. Welche Runde sind wir eigentlich? 3. Du kannst den Dings auch nach unten drücken, das, die Pfeiltaste, dann siehst du. Steuerkreuz nach unten, da siehst du rechts unten die 4 Runden. Okay. Ach, Glück gehabt. Nein, Alter, bin ich bescheuert. Hä? Beim aus der Box fahren die Flügel kaputt gehauen. Weil die Einfahrt und die Ausfahrt auch richtig beschissen sind, wenn du mich brauchst. Von der Box. Ich wollte mir nur mal frische Reifen holen, beim Rausfahren fahre ich mir die Nase ab. Wird spannend hier. Windschatten. Heute passt wenigstens die Pace von Team Haas. Wieso, hat es sonst nie gepasst? Nee. Der ist einem, mit was für der Geschwindigkeit mir vorbei und sofort weg. Weißt du, ich komme nicht mehr hinterher. Gut, Kev, das liegt aber auch daran, dass die das Formel 1 besser können als wir. Das halt, du kannst auch GTA nicht mit Formel 1 vergleichen. Naja, Formel 1 Autos haben eine komplett andere Steuerung. Ja, wenn dann ist das so halt. Egal, alles gut. Nein! Oh! Jetzt wäre halt die Nase weg gewesen. Mal wieder. Kev, du bist ja auf dem dritten, ne? Ja. Dann warte vor dem Ziel und jetzt gleich durchgas, dann zählt und Runde nicht mehr.
Richtig, Schmähen? Also ich soll, hä? Wieso soll ich auf euch warten? Moment. Verstehe. Das verstehe ich. Zeit nicht runter, weil sonst die Zeit runterläuft und es gibt keine Punkte mehr. Ja, dann müsst ihr dann aber mich trotzdem als Ritter reinlassen, nur ins Ziel. Ja, ist halt logisch. Ist ja dann blöde, wenn er dann einfach trotzdem durchfährt. Haha, bist du trotzdem vor euch, über dir. Nee. Wir fahren in geschlossenen Reihe hinter dir rein. Muss ich über eine Minute warten auf euch? Wieso? Ist aber eine Minute hinter dir? Pff, Enrico zumindest eine Minute 16. Ja, weil der auch ohne Hinterräder fährt. Der fährt ohne alles. Der hat praktisch nur noch vorne Räder, okay, und das Chassis. Ansonsten ist alles kaputt bei dem. Der hat keine Nase mehr dran, keine Räder mehr dran. Ich bin jetzt zum Beispiel auch ohne Boxenstopp durch. Jetzt fährt er rückwärts. Der hat wirklich gar nichts mehr dran, das stimmt. Ach ja. Oh. Die Zeit wird ja größer als kleiner bei ihm. Was ist er denn jetzt? Na, weil er sich bei jeder Kurve dreht, weil er keine Hinterräder mehr hat. Ja, wir stehen, ne? Wohlgemerkt. Oh ja, der ist ja gar nicht mehr dran. Jetzt! Ist ja gar nicht mehr dran in dem Auto. Oh, armer Enrico, mein Beileid. Boxenstopps, was ist das? Ah, die Boxengasse ist wirklich mies gemacht hier, finde ich. Ja, Alter, ich bin ganz normal rausgefahren, bin nur ein Ticken an die Mauer dran gekommen, da war gleich alles vorne ab. War die Strecke so schlecht? Ich fand jetzt einige Stellen waren wirklich nicht so für Formel 1 Autos gemacht, ja. Pfeff, wir haben dieselben Punkte. Ja. Ist trotzdem wieder klar, ein bisschen spannender jetzt, weil wir nur noch 3 Punkte hinter der Spitze sind. So, Team Deathmatch machen.